Neben mir sitzt eine wahre Legende, Jonas Ems, und hier sitzt Jonas Wuttke. Ich würde sagen, Freunde, wir schauen jetzt in Folge 6 rein. Wenn ihr sagt danach so, ey, ich hab Bock weiterzuschauen, dann könnt ihr jetzt Join Plus abschließen und euch dann schon jetzt sofort Folge 7 und 8 direkt anschauen. Ansonsten immer donnerstags 2 Folgen kostenlos auf Join. Nach dieser Folge haben wir Staffelhalbzeit. Insgesamt sind es 12 Folgen. Alle Folgen kostenlos auf Join verfügbar in den kommenden Wochen. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Es steht, glaube ich, es stand ein Voting an und es gibt mal wieder zu Beginn der Folge eine Entscheidung. Das ist aufregend. Wir haben Pizza 100%. Gegessen. Es gab eine kleine Überraschung. Ich danke euch allen für die Energie in der letzten Stunde. Marek, wie hat's dir gefallen? Weißt du, ich möchte es einmal kurz sagen. Da hätte auch mal jemand aus dem Team nochmal sagen können, hier, Haare richten wir nochmal. Und ich werde die ganze Zeit auch seitlich, man nennt mal von vorne und die andere Seite ist meine Schokoseite. Ich finde es gemein. Ja, das ist echt gemein. Sei wirklich ganz ehrlich. Gefallen? Sehr gut. Pizza war gut. Schipper nicht so. Camelia, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie drunk bist du? Danke für deine Antwort. Okay. Shaden, wie war die letzte Stunde für dich? Ein bisschen peinlich, sag ich dir ehrlich, weil dieser Paul, weiß nicht, ob der hätte sein müssen. Aber sonst war es natürlich... Also gemein, ich ja, hoffe, ist gemein. Der schaut sich das nicht an. Der hat es gut gemacht. Ja. Es war nur so, der Vibe war gerade, glaube ich, nicht für den Stripper, aber er hat es super gemacht. Ich fand es großartig. Ja. Und die Pizza war auch sehr lecker, glaube ich. Deep Talk, immer eine feine Sache. Und ich, Leute, auch mal an der Stelle, ich stehe und ich bin nüchtern. Shaden steht noch, das ist schon mal ein Applaus wert. Ihr steht gerade alle noch in der Runde, das ist toll. Aber trotzdem müssen wir uns auch jetzt wieder von einer Person verabschieden. Das hätte ich nicht gedacht, Jungs. Ihr habt gewotet. Die Entscheidung ist da. Okay. Eine Person muss die Party verlassen. Ich hab richtig Angst. Und zwar muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich mich selbst natürlich auch. Na? Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Ich weiß aber echt nicht mehr. Okay. Entweder glaube ich. Nee, ich sag nichts. Doch, sag einen. Ich glaube, Elot oder Valentina. Davor hatte Valentina auch gesagt, dass sie die rausvotet. Ich glaube, es ist jetzt dieses. Das Anti-Valentina-Regime ist zusammengekommen und hat sich gegen sie verbündet. Mal sehen, ob du recht behältst. Valentina, vielen Dank für deine Energie. Vielen Dank, dass du ein Teil von Hausparty X wer hat den besten Vibe war. Das ist die richtige Sache. Da kommt vielleicht demnächst auch noch ein Statement, Leute. Ich muss schon sagen, ich fand das schon komisch. Dass ja, ich habe tatsächlich vor einem Tag jetzt in ihrer Story gesehen, dass noch ein Statement kommen wird. Werden wir natürlich, wenn wir es jetzt im Laufe der Reaction-Wochen noch sehen, hier dann aufgreifen und auch noch mal besprechen, was auch immer sie dann zu dieser Entscheidung und generell zum Projekt sagt. Aufregend. Sie da rausgeflogen ist schon, weil ich dachte nämlich, dass Valentina noch ziemlich lange drinnen bleibt. Warum applaudieren wir eigentlich dafür, dass jemand geht? Es ist aber schon hart. Wir applaudieren ja nicht, dass jemand geht, sondern für die Energie. Wir bedanken uns immer für die Energie. Ja. Ich habe auch für sie gewotet, aber natürlich schade, weil eigentlich rein aus der Party-Vibe-Sicht hätte sie vielleicht nicht rausgevotet werden. Kevin, und das sollte man bei diesem Format, darum ging's. Das war tatsächlich, wenn jemand Stimmung macht, nicht rausvoten. Wer keine Stimmung macht, rausvoten. Das finde ich halt schade, wenn man so nicht entscheidet danach, weil am Ende wird für einen guten Zweck gespendet. So, es geht halt darum, Stimmungsmacher auszusehen und muss man jetzt ja nicht irgendwie ein System dribbeln bei sowas, oder? Also, wo kommen wir denn da hin? Ja, ist wirklich krass. An die Leute, die gerade zuschauen, schreibt mal einen Kommentar, was ihr darüber denkt. Vielleicht hat das Video dann auch tatsächlich mal 3, 4 Kommentare. Vielleicht gibt es dann mal 3, 4 Kommentare unter der Reaction. Wir würden uns freuen. Spaß, lieber an die Community. Aber sie ist ja jemand, die bei allen mitmacht und Stimmung gemacht hat. Viele haben vielleicht so gedacht wie ich, viele mochten andere einfach mehr, viele haben taktisch gedacht. Es ging ja dann auch langsam, aber sicher in die Halbzeit. Das heißt ja hier, wer hat den besten Vibe und nur weil sich halt hier Leute schon vorher kennen, können die halt nicht jemanden rauswählen, der hier wirklich top Stimmung macht und einen sehr guten Vibe hat, nur weil man den halt nicht kennt. Damit meint sie sich. Valentina hat für mich am meisten Stimmung. Ja, same. Danke dir, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß jetzt in der Nebenvilla. Dankeschön an Valentina! Mach ein bisschen Party drüber, dass die anderen sich nicht langweilen. Okay. 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 Mach dich ganz schön. Tschüss, Valentina. Ciao, ciao. Danke dir. Bis dann. Wo ich als Tschüssi. Da war ich schon echt sehr, sehr sauer. Sie hat genau das gemacht, was man von ihr wollte. Party. Ach, ich wusste, dass noch irgendwann kommt. Konntest du zur allgemeinen Unterhaltung beitragen? Voll, ich glaube, ich war die meiste, die auch auf Stimmung gemacht. Boah, die haben danach ja so krank diskutiert in dem Nebenhaus. Sie, Johannes Lukas und sie, das war richtig heftig. Kommt da noch was, Martin? Da kommt noch was. Ja? Da kommt noch was, haben wir noch was für euch vorbereitet. Okay. Ich war super beeindruckt von Valentina. Das ist super gemacht. Ja, alles mitgemacht, sie war immer die Freiwillige, immer vorne dran. Sie ist eigentlich ein nettes Mädchen, wenn sie nicht übertreibt. Vielleicht wird es jetzt hier mal ehrlich und fair, aber das hat sich ja dann anders bewiesen. Boah, mit so einem Quote hier. Geht's ja los. Aber Vibe-Level trotzdem weg. Ey, was geht ab?
Ach, Leute, ich sind alle für dich, ne? Ich habe ja doch keine. Da ist so eine Totenstille in diesem Haus. Trotzdem, ich war ja auch ab und zu mal vor Ort. Und die Stimmung, wie es hier rüberkommt, ist trotzdem noch tausendmal besser, als es wirklich war. Also, wenn man denkt, die Stimmung ist im Eimer hier. Packst du vielleicht nochmal aus in den kommenden Wochen? Vielleicht ja, vielleicht schaltet ihr demnächst mal besser ein. Ja. Die sind alle für dich. Tobi! Oh nein. Ach nein, ist die Stimmung traurig. Ja. Wer ist denn hier? Udo sitzt hinten, glaube ich, versteckt. Mhm. Dann Micha dann von der Rampe. Alex ja. hier vorne dran, Micha von der Rampe, genau. Und den hinten an der Bank. Ja, und ich wusste, in dem Haus, auch als kein Insight, sind unfassbar viele Fliegen gewesen, die immer da über das Essen hier drüber geflogen sind. Aber war alles da, Getränke, Essen. Ja. Naja. Halb liebevoll, aber auch nur halb. Halb, ja. Und das Schlimmste an dem war, das war so ein Bunker, man hatte da keinen Internetempfang drin. Nein, also man konnte nicht, deswegen waren auch alle so genervt. Also man konnte nichts machen. Es war wie ein Gefängnis ein bisschen. War wie ein Gefängnis. Nur noch ein bisschen schlimmer, weil Revi noch drin war. Alle für dich. Guck mal, nur Männer hier, perfekt. Das sind alle für dich. Sind alle für mich. Du bist die erste Frau, die rausgeflogen ist, ob das ein gutes Zeichen ist. Tatsächlich, ja. Was soll das? Es ist halt einfach nur ein Spiel. So, wer hat den besten Vibe? Das muss man nicht so persönlich, also nicht so persönlich nehmen, wenn man da rausgevotet wird. Und wenn es dann halt einen selber trifft, dann ist es halt so. Ich finde, da sollte man jetzt nicht irgendwie sauer sein oder Stress machen. Kevin ist zum Beispiel ein Typ, der möchte unbedingt gewinnen, auch wenn es um überhaupt nichts geht. Und der hat dann irgendwann das Team Finale gebildet, welches bestand aus Kevin, Ela, Selina und mir. Sie wurde gar nicht rausgevotet, weil sie jetzt nicht die coolsten Vibe hatte, sondern einfach, weil sie hat einen aus unserem Team gestimmt hat. Valentina hat mich gewotet, krass. Jetzt müssen wir natürlich Valentina voten, einfach fürs Team. Ist ja, aber schon eine spannende, vielseitige Staffel, auch, oder? Auch, mit sehr vielen Ebenen. Wer war in diesem Team? Auch Ella war da drin. Ja, Ella war scheinbar auch mit drin. Krass, aber hat sie ja gesagt, rausgegangen meinte so, ich habe mich selber gewotet. Hat sie es dann getan. Wow. Vielleicht dachten die aber auch nur, dass sie Teil davon ist. Und sie hat sich, oder sie hat gelogen. Müssen wir eigentlich nochmal einladen hier für einen kleinen FaceTime-Call oder so und dann fragen, wie es wirklich war. Fragen. Nächste Woche. Dementsprechend, denke ich, bin ich halt auch nur so weit gekommen, weil ich dann irgendwann dieses Team Finalisten gegründet habe. Das war absolut eine taktische Entscheidung, weil die Gruppe wurde immer kleiner. Und wenn dann Leute wie Eduard oder Marek, die ich auch persönlich kenne, da irgendwie noch stehen und Valentina einer der Personen ist, mit denen ich halt eigentlich gar keinen Kontakt hatte, dann ist für mich völlig klar, dass ich Valentina wähle. Ich kann es verstehen, weil so ein Alex, No Front oder ein Dylan oder ein Udo, ich hab den total lieb. Aber die haben auch nicht so krass Stimmung gemacht und ich habe Stimmung gemacht. Und ich weiß, es war nicht deswegen, weil ich keine Stimmung gemacht habe, sondern aus purem Neid. Also, dass jetzt ja Valentina mit dabei gewesen ist, hat das Ganze auf jeden Fall nochmal gut durchmischt. Jeder wusste von Anfang an, auf was er sich einlässt, wie die Regeln sind. Ich glaube, sie hat es ein bisschen persönlich genommen, obwohl es gar nicht so böse gemeint war. Jonas. Bleib gern noch stehen. Es ist soweit. Es ist soweit. Ich habe immer überlegt, ich brauche jetzt irgendwie was ich in Hand halten kann, irgendwie einen Blumenstrauß oder so. Aber den gab es auf der Party nicht. Und als ich an dieses kleine Bäumchen da gesehen habe, wusste ich, das ist jetzt mein Moment. Jetzt geht's los. Lieber Jonas. Ja? Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Okay. Und ich wollte dich fragen, würdest du für heute mein Ehemann sein? Weil ich einfach merke, dass der Vibe zwischen uns beiden besonders ist. Ich denke, ich würde den Blumentopf akzeptieren, ja. Ich denke, ja. Ich nehme ihn. Doch. Vielen Dank dafür auch. Perfekt. Krass. Tja. Hast du schon mal einen Antrag mit einem Blumentopf bekommen? Noch nicht von einem Casino-Streamer. Frag dich mal, warum. Die soll nicht mehr funktionieren. Ja. Für den Namen, doch, für den Namen. Sie erden Kamera. Kamera, Leute. Ja, filmt auch keiner. Vielen Dank. Im Namen von Kevin möchte ich euch jetzt darum bitten, folgende Frage zu beantworten. Wir gehen es ganz kurz durch. Kevin, ja? Hast du deine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe erledigt? Ja. Was war deine Aufgabe? Meine Aufgabe war, jemanden von euch ins Gesicht zu schlagen mit meiner flachen Hand. Aber da ich gegen Gewalt bin, habe ich das dann an mich selber gemacht. Ah, alles klar. Ich finde das Ja. Naja. Naja. Er hätte sich, wenn, so richtig hart hauen müssen. Stimmt, weißt du? Stimmt. So geisteskrank hart. Ja. Wie hart kann man sich wohl selber eigentlich hauen? Wollen wir mal versuchen? Beide ohnmächtig hier, ne? Das läuft immer weiter. Komm. Scheinbar sehr hart. Das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwas ist schon eine Spiel. Aber einige, also je nachdem, wie psychopathisch man, glaube ich, ist, kann auch richtig. Ich glaube, ich könnte mich richtig hart hauen. Ja, glaubst du? Ja. Hast du schon oft gehauen? Ja. Okay, let's go. Meine Aufgabe war vorzuschlagen, dass jemand hier in der Runde heute Nacht einen Dreier haben wird. Und da habe ich natürlich vorgeschlagen, Eduard, Dylan und Marek. Und die haben mir gesagt, dass die es sowieso vorhatten. Deswegen. Und da ist doch alles nach Plan. Selina, deine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe. Jemand rauszuziehen und sagen, du greifst mich nicht. Wo ziehst du das voll?
Und irgendwie stört mich das immer schon voll. Ich bin auch sehr besorgt. Weißt du, was krass ist? Selina war in den ersten Folgen so richtig präsent oder gespannt und in den letzten, also jetzt heute und gestern, wo wir es angeguckt haben, also die Folge davor, da habe ich gar nichts davon Selina gemerkt. Vielleicht aus Gründen. Ja, ja, weil sie besoffen war, meinst du? Na, das würden wir ja zeigen. Aber vielleicht hat sie telefoniert. Ach so. Okay. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ich dachte, das hast du bei Micha gemacht. Ja, das ist ja so gefreut. Okay, klar. Das klang gerade so, als wäre das, so wär das so ein Codewort, ja, dieses Telefoniert. Sie war telefoniert. Bei Ausfahrt X sind noch einige Leute nochmal telefonieren. Alle anderen, ihr habt auch eure Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe erfüllt. Ich danke euch sehr dafür. Lasst uns doch einmal dafür applaudieren. Alle Wenn-ich-du-wäre-Aufgaben wurden erledigt. Und deswegen erhöht sich das Preisgeld nochmal um 1.000 Euro. Boah, das ist Selina aber wieder präsent. Das ordentliche Sümmchen langsam. Ja, ja. Ich würde jetzt an der Stelle auch die Vlogging-Cam noch einmal übergeben. Oh, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber alles gut. Und wie geht's so warm? What is going on, people? Also ich sag euch mal eine Sache zur Bar. Nehmen wir auch mal eine Abkürzung. Und ich zeig euch jetzt mal einen Trick. Oh nein. Man nimmt sich ja eigentlich hier die Schottgläser, aber man kann es auch so machen. Viele von euch haben es sich gewünscht, dass Leute aus der Community bei Hausparty mitfeiern können. Und es ist jetzt tatsächlich soweit. Zwei Community-Gäste werden die Party joinen. Hi, ich bin Kim, ich bin 20 Jahre alt, werde dieses Jahr noch 21, mache meine Ausbildung zu... Könntest du dir vorstellen, dich auch mal aus der Community heraus zu bewerben? Weil du bist ja auch Zuschauer. Das ist ja so lustig, wenn die einfach von mir diese Bewerbungsdings, obwohl ich dann auch eigentlich gefragt werde, ob ich mir noch einen... Ja, nee, ist aber toll, sympathisch. Fand beide Community-Gäste sympathisch. Und ich bin das Party-Animal, was ihr sucht. Zumindest hoffe ich das. Ich liebe es, Spaß zu haben. Ich gehe da total drin auf. Am meisten freue ich mich jetzt einfach drauf abzugehen, Spaß zu haben, zu feiern und vielleicht auch den ein oder anderen Cocktail mal zu trinken. Servus, mein Name ist Jason Kravitz, ich bin 19 Jahre alt. Sagt ja zu Spaß und sagt ja zu mir, denn ich hab den Vibe. So nice. Ich bin definitiv ein bisschen aufgeregt. Ich kenne niemanden von den Leuten da drin, persönlich. Es könnte sein, dass es richtig unangenehm wird. Davor habe ich ein bisschen Angst. Aber ich glaube, ich werde das Ganze reißen. Ja, nee, ich fand die beiden sehr sympathisch. Ja, beides sehr coole Community-Gäste, so muss man ja auch sagen. Wir überlegen auch tatsächlich in der kommenden Staffel oder so, ob mal von Anfang an jemand aus der Community dabei sein könnte. Deswegen schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es hier so fandet, dass jetzt, wie die so am Start waren und so. Ich muss wirklich sagen, beide ultra sympathisch und hat sehr viel Spaß gemacht, mit denen zu feiern, aber wir sehen das jetzt ja auch hier. Ne? Spannend. Freunde, wir vervollständigen jetzt diese Runde, denn was hat noch gefehlt? Keiner die weiß. Community. Super. Hier sind Jason und Kimberly! Was ich gemeint fand, war, ich hoffe, die werden jetzt gut aufgenommen. Aber die Stimmung war, ja, ich hoffe, die war gut. Ja, ja. Weil ich finde, beim Stripper war es schon gemein, wie die Stimmung schlecht war. Das fand ich auch gemein. Der hat es wirklich gut gemacht und da war so ein bisschen so, halt, ist doch lustig. Also, man findet es auf der Party doch lustig, wenn ein Stripper mit Stripper ist. Ja. Also, habe ich auch nicht verstanden. Auch so übertrieben, so, dieses so, ich bin in einer Beziehung, ich muss jetzt mich jetzt wegsetzen. What the so fuck salty ist, plötzlich alle. Ja. Ja. Kamen dann zwei Community-Gäste rein. Das war auf jeden Fall auch eine feine Sache. Also es hat Spaß gemacht und ist auch mal was Neues gewesen. Da sind sie. Shots dabei. Schön. Ja. Und meine Lieben, wir haben Shots mitgebracht. Sie bringen uns Shots. Ich hatte ein Tablett voller Shots in der Hand. Hat auch leicht ein bisschen gezittert, weil ich mir nicht sicher war, wie werden die Leute jetzt gleich reagieren. Ey, auch mal einen abholen, Eduard. Ich geb Teil rein. Von der zweiten Staffel Hausparty X wollte ich eigentlich sein, weil ich Bock hatte, feiern zu gehen. Und zu Ibiza sagt man auch nicht nein. Das ist richtig. Schön, dass ihr da seid. Hi. Cheers. Die Begrüßung war sehr schön, also waren alle sehr herzlich. Man wurde direkt aufgenommen. War cool. Ist eigentlich gut gelaufen. Dann war richtig gute Stimmung. Prost, Leute! Es hat die Stimmung voll aufgelockert und die waren auch voll, die waren irgendwie so gleich voll drin. Und alle haben sich auch gut mit denen verstanden und ich glaube, die hat noch mega doll Spaß. Woher hast du deine Brille, Dicker? Das ist Lady Lover. Die habe ich jemand anderen abgezogen. Aber ist cool, das ist so Herzensbrecherbrille. Du sagst, ich habe nur Herzen für dich. Besonders. Nicht schlecht. Die Person vielleicht einen größeren Pegel hatte, war einmal Matthew und Larissa. Ich glaube, wenn ich da ankomme und dann die Leute sehe, die ich halt, keine Ahnung, täglich auf Social Media verfolge und die sind alle komplett Hacks, ich glaube, ich wäre überfordert mit der Situation und wüsste nicht, was ich machen soll. Guck mal hier, guck mal. Gehen wir mal zur Bar.
So geht das hier. Ich habe mich direkt... So geht das. Eduard, die haben mir auch so ein bisschen die Sachen gezeigt. Ella war auch sehr gut gelaunt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da war auch schon einiges an Alkohol im Spiel. Jetzt muss ich mich extra mal, damit ich dich beeindrucke. 38, das ist meine Lieblingsgeburtstag. Nee, da bin ich dann halt auch wirklich raus. Da bist du auch wieder raus. Ich habe mir auch überlegt, wie kann ich die jetzt begrüßen? Was kann man machen? Man könnte vielleicht hingehen, die Hand geben. Man könnte die beiden auch umarmen. Stattdessen habe ich mich dafür entschieden, einen kleinen Willkommenstornado mit Jason zu entzünden. Ich sage dir ganz ehrlich, ich sollte jetzt definitiv kein... Ich hatte das, war wirklich auch betrunken, die Staffel, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich wusste noch, ich muss das bis zum Ende moderieren. Und da habe ich langsam, hat sich so abgezeichnet, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es dann auch die, vielleicht breche ich auch bei Folge 10 ab. Aber mit dir werde ich es natürlich absolut tun. Ich weil danke dir dafür. Das ist Hausparty X auf das Leben. Auf Gölle! Gölle Alarm! Super, Jonas. Voll abgebrochen. Jason, das ist schon, das ist eine Ansage. Das ist meine Aufgabe als Host, dass ich mich an jede einzelne Sekunde des Abends erinnern kann. An diesen Tornado kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Boys Night, Girls Night, wow. Es gibt jetzt Folgendes für euch. Es gibt jetzt eine Girls Night. Lallig. Es gibt eine Boys Night. Aber ihr könnt hingehen, wohin ihr wollt. Hä? Die Girls Night findet hier statt. Die Boys Night findet da am Tisch statt. Ja, ich, ich bin bei der Boys Night, Leute. Können wir es nochmal ansehen, bitte? Ja. Ich bin bei der so drunk. Das ist herrlich. Ich bin bei der Boys Night, Leute. Hey, Selina, ich nehme dich mit. Dich das überspielt. Aufstehen. Hey, komm, bitte. Es hat denn doch noch ganz gut ausgesehen, aber es war ja auch geplant. Also da mache ich mir keinen Stress. Wer hatte die Idee? Mit der Girls Night und Boys Night. Das ist sexistisch. Nein, weißt du, warum es nicht sexistisch ist? Sag. Weil jeder hingehen kann, wohin er möchte. Wenn jeder hingehen könnte, wo er möchte, dann wäre das einfach Roulette und Nägel lackieren. Aber du hast schon entschieden, dass nur Frauen sich die Fingernägel lackieren. Vielleicht möchten auch Männer sich die Fingernägel lackieren. Du kannst ja hingehen. Nee. Gott sei Dank! Ey Kevin, du lässt jetzt deine scheiß Fingernägel lackieren. Aber ihn dann auch so, ja, dann mach doch. Oh, tut mir leid, das war natürlich ein bisschen unsachlich reagiert. Folgende Situation. Das ist Johannes Lukas, wir heißen ihn herzlich willkommen. Okay, wir haben hier jetzt Folgendes vorbereitet. Der Jonas hat dann erstmal ein Tablett gehabt, wo ganz viele scharfe Sachen drauf waren. Für mich natürlich nicht ideal, ich hasse Schärfe, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Mhm. Sogar ein bisschen Pfeffer ist mir meistens schon zu viel, deswegen habe ich mir gedacht, das wird jetzt gar nicht gut ausgehen. Wir starten gleich mit einer Zahl. Ihr wettet gegenseitig hoch. Und wer verliert, muss in ein einminütiges Workout mit Johannes Lukas. Oh, ich würde gerne freiwillig verlieren. Ich will gerne verlieren. Ich will gerne freiwillig verlieren. Die Bestrafung, mit Johannes halt eine Sport-Challenge zu machen, war halt keine richtige Bestrafung für uns. Der Bodybuilder ist eigentlich so ein YouTuber und ich kenne den und dachte mir so, ey, voll cool, mit dem Workout zu machen. Bist du dir sicher, dass du ein Workout machen willst? Ja. Eine Minute hältst du auf jeden Fall durch, sagst du. Ich hab voll Bock. Kevin, du sagst auch eins? Auch eins. Also ich halt eins. Eduard? Ich verstehe das nicht. Gleich, ich bin gleich bei dir. Okay. Eins. Nochmal. Camelia, ja. Du kannst jetzt sagen, dass du dir zwei scharfe Zutaten zutraust. Ich esse zwei. Zutraust. Okay. Ich find's spannend, das mal von außen zu betrachten als Person, die halt nicht die vollste ist. Man wird ja offener, lauter und allgemein die ganze Persönlichkeit verändert sich. Ich glaube, ich hätte Shaden auf jeden Fall rausgewortet, weil die ist also in der ersten Staffel richtig weiblings ja. Hier. Ja, hier. Langweilig einfach. So ist auch nicht still gemeint, aber so sehr still so. Ja. Aber irgendwie ist so krass, die Leute haben die so aus Respekt nicht rausgeholt. Die hatten so Angst. Mhm. Wie so schon krass. Der Shaden-Clan. Krass, Mann. Eduard, Kevin und Jason. Eins, ich sag eins. Müssen gleich ins Workout. Camelia. Oh nein. Jawohl. Du musst diese beiden Sachen schlecht essen. Schlecht durchdacht. Und musst dann nicht ins Workout. Das ist die Nummer eins. Camelia ist halt die Einzige, die diese Strafe ansieht, ne? Das ist das Ding. Ist für mich ein Vorbild. Safe. Riechst so eiskalt in ihrem naja. Pizza kassieren. Guckst du mein Video? Ja. Safe. Ehre. Safe. Safe. Deswegen Workout ist für mich. Aha, ihr Blick. Wisst ihr, wie lange ich keinen Workout mehr gemacht habe? So dringend Zeit. Und war ganz dumm, dass ich scharf gegessen habe. Das war einfach nur perfekt. Aber was heißt, also woran wird es bemessen, dass du verliert oder nicht? Das war stark. Nimm das Wasser. Nimm das Wasser. Nein, gib Wasser hilft nicht. Wasser hilft überhaupt nicht. Nein, Mann. Das ist doch schlimmer. Ich dachte wirklich, für eine Sekunde. Ich sterbe. Ihr müsst Milch und Toast haben.
Ja, da, ja, ja, siehste. Oh mein Gott. Haben wir schon vorbereitet. Okay, Gott sei Dank war ich bei den Mädels besser. Camelia muss das Workout nicht mitmachen. Eduard, Jason und Kevin, es geht ums Workout. Und zwar da drüben. Boah. Naja. Schön. Im Nachhinein bereue ich es halt ein bisschen. Was ist denn los mit dir? Mir tut das Workout doch ehrlich gesagt mal echt gut. Bist du bereit? Let's go! Bist du bereit? Jawohl. Let's go! Oh, wir wollen hier nicht spoilern natürlich. Wir wollen natürlich nicht spoilern. Hier aber sieht man schon, es gibt direkt mit Celina den ersten Unfall gerade. Und dann geht es natürlich noch krass weiter. Wenn ihr jetzt direkt weiterschauen wollt, dann checkt Join aus. Da könnt ihr mit Join Plus schon Folge 7 und 8 angucken. Wir sind dann ganz bald wieder für euch da. Ab Donnerstag gibt es wieder 2 Folgen kostenlos. Und checkt es auf jeden Fall aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, wir machen jetzt auch noch hier ein feines Workout. Und dann würde ich sagen, sind wir uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.